unserer heutigen E-Bike-Tour versuchen wir, so weit wie möglich in die Berge des Wellebit hinaufzufahren. So, jetzt geht's los. Beginnen wir mit der Auffahrt. Heute haben wir eine fantastische Aussicht hinunter die Meeresarme zwischen den kornatischen Inseln. Jetzt geht es stetig bergan. Fahrtechnisch ist das noch sehr einfach. Eine sehr aussichtsreiche Tour, wirklich wunderbar. Gut, der Weg hier die Berge hinauf. Inzwischen sind wir über 600 Meter hinaufgefahren. Um uns wird es langsam immer felsiger. Meter über dem Meer haben wir jetzt erreicht. Wir machen jetzt eine kurze Pause an einem wunderbaren Aussichtspunkt. Mal schauen, wie wir weiterfahren. Jetzt geht es erstmal wieder ein Stück runter. Und dann schauen wir, dass wir weiter den Berg hinaufkommen. Inzwischen hat es leicht angefangen zu regnen, hört aber hoffentlich gleich wieder auf. So, jetzt geht es dann gleich wieder weiter bergauf. Hier ist jetzt der Bergcharakter schon richtig alpin. Jetzt haben wir einen 1000 Meter hohen Pass erreicht. Jetzt fahren wir noch mal ein Stück weiter. Schauen, wo der Weg hinführt. Und weiter geht's. Wunderschöne Gegend hier. Etwas windig. So, und jetzt geht's auf der anderen Passseite runter. Jetzt geht es hier durch eine wildromantische Felsenschlucht. Schöne Natur ist das, durch die wir hier radeln. Ein Hochtal, immer so um die knapp 1000 Meter hoch. Jetzt haben wir noch eine Passhöhe erreicht. Dies ist 1040 Meter hoch. Jetzt kommen die beiden da auch auf den Pass an. Jetzt haben wir diesen Pass hier erreicht. Ohne E-Bike erklettern wir jetzt noch unseren Zielgipfel. Zielgipfel erreicht. Jetzt machen wir eine Gipfelrast und danach beginnen wir mit der Rückfahrt. Wunderbar, die Gipfelschau von hier oben. Hinab. Die flache Ebene. Naja, haben wir uns eine schöne Kletterroute hier rausgesucht noch. So, jetzt beginnt sie, die Abfahrt. Jetzt die Abfahrt. Wunderschön geht es hier nochmal durch die Landschaft, das Wellebit. Thank you.
geht es hier wieder am Rand des Wellibit hinunter bis ans Meer. Sind wir schon ziemlich weit unten, rollen die letzten Meter hinab bis ins Meer. So, unsere Wellibit-Durchquerung nähert sich dem Ende. Wir rollen jetzt die letzten Meter der Schotterpiste hinunter bis ans Meer. Da haben wir das Ziel der Tour erreicht.